Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Word. Ja, in der Essensliga, wir haben das letzte Mal, ja, Mitte, ja noch nicht ganz Mitte, aber schon gut Akt 3 erreicht und ich habe ein bisschen aufgeräumt. Hier habe ich ein paar 5, könnten wir ausrichten. Ja, das mache ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wieso ich hier mehr so eine Karte dazu bekomme. Ah, Karten, also Schriftrollenfragment. Nun gut. Ja, dann gehen wir wieder in den Marktplatz. Am besten direkt beim Ausgang hin. Und jetzt habe ich auch wieder die Arctic Armor. Und ich habe hier unten eine Bismuth Flask of Heat. Also Avengers Bismuth Flask of Heat. Damit ich mich gegen die Strongboxes wehren kann. Das ist einfach zu nervig. Und habe dann auch ein paar gute Resistenzen. Also sehr wichtig. So. Also hier ist auch nichts mehr. Wir wollen ein bisschen vorwärts machen, weil das ist sowas von Spaß. Das ist krass. Ja. Nicht wundern, wenn jetzt zwei Parts pro Tag manchmal kommen. Ich liebe das Spiel. Und ihr hoffentlich auch. Also ich sehe es eigentlich. Ja. Es ist am beliebtesten von meinen Projekten. Und wenn ihr da oft schaut und auch Kommentare schreibt und liked und so Sachen, dann werde ich vielleicht auch relativ schnell berühmt. Gut. Die Tora. Die habe ich, glaube ich, schon mal entdeckt, aber nicht aufgenommen. Weil, ja, es ist jetzt nichts Besonderes, es ist einfach von den Bogenschützen hier Hierling, also Schmied. So. Schauen wir mal, wo die Infekte Beasts sind, das sind infizierte Beasts, die ein bisschen stärker sind als andere Muss. Vor allem zäher. Das sind sie ja schon. Der eventuell auch Giftschaden? Nein, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Testen? Wir haben gar kein Energy Shield mehr. Man kann es gar nicht so richtig sehen. Hey, geht's noch? Ah, noch Festschaden, also Viehschaden, ne? Ja, ja, das Gift. Man hat nie genug Giftresistenz, also Chaosresistenz. Hm. Er ist auch kein Problem. Oh, wir rennen jetzt einfach durch. Ich hatte da mal ein... Was war es? Ich hab den Ancastle Warrior... Ancastle... Ja, am Castle Warrior Totem Skill genommen in der letzten Season und hatte den erst spät, ich weiß nicht ab wann ich ihn hatte, wahrscheinlich schon hier, aber dem hatte ich Probleme bei diesem Boss, weil der hat immer so schnell die Totems kaputt gemacht. Ah, Warchief, genau, Warchief, jetzt, weil ich dachte doch, Warrior ist falsch. Aber fast, hey. Nicht ganz, aber fast. Ja, Englisch ist halt eine schwere Sprache, weil alles nicht so logisch zusammenpasst. Deutsch passt da viel besser zusammen. Also vor allem dem die Silben und die Wortteile. Ja, jetzt ist doch wieder hier unten etwas. Ist immer das Nächste wahrscheinlich. Das irritiert mich. Lol, da noch Ding. Ah, oh, Puppetsies.
So. Nett. Also, Shotgun-Bild hat sich alles bewahrheitet. Ist ein Shotgun-Bild. Einfach draufhalten. Ich hoffe, es für euch ist es spannend. Aber wenn es nicht spannend ist, kann ich es fast nicht denken. Ihr habt sonst auch Spaß bei anderen Builds. Ja, ich bin selber mal ein bisschen depressiv gewesen. Aber nicht so psychisch depressiv. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt sagen kann euch, aber wenn das Leben einfach nicht klappt, wenn das Leben einen anderen Weg macht, als ihr es am besten könnt, dann halt ein bisschen enttäuscht seid und nicht so auf Emotionen reagiert. So ist bei mir ein bisschen einfach gewesen. Und niemand konnte mich helfen. Sogar der beste Psycho. Ja, ihr wisst schon, die zuständig sind, so ein Verschrott. Konnte mir nicht helfen. Ich hatte immer wieder gewechselt und keine Ahnung. Ja, ich bin schwer krank. Ich musste die Schule abbrechen, weil ich zu wenig Hormone hatte. Und nur mit Tabletten, mit Cortison das aufrechterhalten, und Cortison ist so eine Art, ja, soll ich sagen, Zucker. Also vor allem macht es halt extrem zuckerkrank. Und ja, damit muss ich leben. Und wir nehmen das Leben dann so an den Arsch geht, dass man eigentlich nur noch durch Games Freude hat, dann fühle ich mich schon vor allem jetzt wieder viel wertvoller. Viel, viel wertvoller. Und dann kann ich es manchmal einfach nicht glauben, dass die Leute dann immer wieder sagen, das Game ist langweilig, du bist langweilig und Also ich sage eins bei Champions of Regnum, da tauchen ein paar Leute auf, die gar nichts machen. Für was? Wieso gamen die, wenn die einfach irgendwo herumhocken, nichts machen? Hier bei Champions, Path of Exile sieht man es in den Städten manchmal auch. Also, es ist komisch. Relativ komisch. Wenn ich in einem Game bin, dann mache ich auch irgendwas. Und ja. Also ihr seht es, ich bin schon richtig in den Arsch geschoben worden vom Leben. Und hoffe, es wird alles besser. Durch Fußball. Ich habe endlich mal schon fast vorausgesehen, dass ich extrem gut im Fußball bin. Ich habe Leute alleine kaputt gemacht im Fußball. Also nicht mit Gewalt oder so, sondern einfach mit fußballischem Zeugs, mit Torschießen. So kaputt gemacht, dass die extrem gestaunt haben und mich nur geglückwünscht haben und alles positiv gesagt haben. Ja, mach unbedingt Fußball. Sag nicht, was die erwachsenen Superprofis dir sagen. Irgendwas, was dir keinen Spaß macht. Und ja, mach nebenbei Let's Plays. Hab dann angefangen, sehr viel Let's Playen. Und jetzt bin ich 2-3 Jahre später eigentlich so weit, dass ich so gerne Let's Play, so gerne rede, alles möglich, dass ich fast das Gegenteil bin von depressiv. Jo. Also ihr seht, es macht irrsinn viel Spaß. Auf jeden Fall mir, dass ich schon fast alles euch erzählen will. Und hier durchrushe, damit wir noch schneller werden, also noch mehr viel Spaß macht. Gut, Resistenzen, sehr gut. Ja, in diesem Gebiet, ihr seht, hat es ein paar nervige Gegend mit dieser
Flammenbrunst und so weiter, aber wir sind schon zu stark für dieses Gebiet. Ich muss eigentlich gar nicht viel sagen. Lasst es einwirken. Ich erzähle aber schon klar etwas. Wie zum Beispiel, geht einfach diesen Flammen aus dem Weg, schießt sie ab, wie ich jetzt mit dieser Shotgun. So. I'm Chuck Norris. I'm Rambo. I'm the Dragon Master. Fighting Dragon. Das erinnert mich an Tony Jaa. Das ist ein Thai-Boxer, der extrem geile Angriffe hat. Das ist immer so cool gemacht, das ist richtig. Schlag mit dem Ellbogen voll auf den Kopf und man meint, die Gegner zerbersten in ihre Schädel, ja, einfach überall Schädelsplitter. Einfach nur krass. Hong Bak. Einer der besten Filme, Kampfsportfilme, die ich kenne. Aber auch extrem brutal. Und wenn ich jetzt so Drachen sehe, dann erinnert es mich schon fast irgendwie an Dragon Ball oder so etwas. Das mag ich jetzt zwar weniger gut. Ich schaue ab und zu zwar Dragon Ball, aber auch nur, weil es mich einfach ein bisschen wundern nimmt, was die Leute so, ja, wie soll ich das sagen? Es ist Manga, was die Manga-Liebhaber so schauen. Anderes Ding schaue ich auch, andere Manga-Serien, aber nicht so durchgehend. Dragon Ball gefällt mir am meisten wegen dem Drachen im Titel schon. Also, jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Den Ding suche ich, den, man sieht so wenig. Jetzt muss ich kurz mich, da oben ist Fairgrace, das haben wir. Wo haben wir denn die, der muss hier unten sein, oder? Hier und dann hoch, könnte sein. Taumatik, irgendwas. So, aufsammeln. Oh. Was? Beil scheint. Na? Oh. Mehr Treffer. Wieder diese Violetten. Hab nichts gefunden, der Ding, was das eigentlich genau soll. Ja, Taumatik Sulfite. Gut, haben wir auch. Jetzt können wir in den Tempel rein. So. Gehen wir in den Tempel rein. Kurz mal schauen, ob hier jemand was geben will. Brauchen wir nicht. Rarity wieder. Ist zu viel Stärke. Zu viel Resistenzen, aber Stärke. Viele Resistenzen, aber zu viel Stärke. Rarity nehmen wir. Toll. Flammability. Ja, Mann, ich brauch doch Slots. Was ist denn so schwer? Manchmal reicht es einfach. So. Okay. Haben wir das auch? Ich verwende ihn dann einfach, wenn ich ihn mal umgewandelt habe. Aber wir haben noch so wenige Orbs. Oh, Battlefront haben wir nicht geholt. Hm. Der ist aber auch nicht sichtbar gewesen.
Ja, ich weiß, dass ich das abgeschlossen habe. Gut, den Ding haben wir noch. Also, laufen wir. Rein hier. Schön. So. Also. Mit dem Livestream werde ich dann ja noch viel mehr zu tun haben. Ah, hier unten wäre gewesen, da haben wir nicht genommen. Mit dem Livestream kann ich dann noch mehr machen, aber muss dann auch sagen, eventuell werde ich dann einfach manchmal nicht livestreamen können, weil ich ja Fußball trainiere. Und aufnehmen tue ich sowieso immer gerne am Abend oder am Morgen früh. Da möchte ich nicht livestreamen. Jo, schauen wir mal, wie es so ankommt. Scheinbar kommen ja die selbst die gut an, die nur die ganze Upgrade und Abo und solche Livestreams machen. Das muss mir jemand erklären, wieso die dann Erfolg haben. So, wir gehen jetzt direkt in den Tempel. Hier haben wir diese Flaggen als Gegner. Sind mir ein bisschen komisch. Flaggen als Gegner machen. Ja, immer wieder Werbung. Dankeschön. Ich mag den Templing, ja, auch wenn er nicht so nette Gegner hat. Ist relativ geradlinig, bis auf das zweite Level. Und relativ viele Gegner. Es geht hier runter, ja. Also wenn ihr den ein paar Mal gemacht habt, dann merkt ihr es. Ihr müsst es wissen dann, wohin. Boah. Irgendwie habe ich was. Ich sag mal, nicht schlucken auf das andere. Dass man immer so schwer schlucken muss. Ja. Vielleicht zu viel geredet. Da hat's nicht viel. So, wieder mal ein Thema raussuchen. Also jetzt wird es relativ schnell schwer. Und Akt 4 beginnt dann wieder leichter, aber hat dann plötzlich Gegner, die extrem reinhauen, weil sie euch bluten lassen oder irgendwie einfach einen mega starken Angriff haben. Hey, geht's so? Das sind andere jetzt, das ist der Angel. Oh, Jewelry. Fire Damage Prozent. Gut, danke schön. Einfach alles in Feuer. Bring the World in Fire. Welches Spiel ist das schon wieder? Irgendwas Ähnliches. Make the World under Fire. Irgendwie so das. Ist nicht so ein gutes Spiel, glaube ich, oder? Es ist mir so in den Kopf gestiegen, obwohl ich das Spiel wahrscheinlich niemals spielen würde. Weil ich nicht gerne solche Ballerspiele habe. Shooter-Egos.
Aber ich würde schon spielen. Zum Beispiel Battlefield 1 würde ich schon mal spielen können. Für euch vielleicht. Aber nicht für mich. Aber wenn ich es jetzt spielen müsste, würde ich es trotzdem gerne spielen. So, hier haben wir überall diese Schreine. Oh, schon fertig! Boah! Schon fertig! Gut. Das ist die Frau-Map. Die gibt uns Maps. Später, also die Möglichkeit, Maps zu öffnen. Ich habe das MF-Amulett gegeben. Die anderen sind, glaube ich, Resistenzen gewesen. Und hier drinnen kann man dann in Merciless die Maps betreten. Man macht eine Map hier rein und dann öffnen sich hier überall bei den Köpfen Portalen und man hat dann 5 Chancen, das, die Map durchzuspielen und darf nicht sterben oder rausgehen, sonst hat man eine Chance weg. Gut. Danke, aber du bist der Falsche. Da oben ist der Richtige. Ja, mit dem habe ich geredet. Mana-Resistenz. Cast-Speed. Nein, nicht Mana-Resistenz, Mana-Regeneration. Ist etwas, was ich nicht brauche. Tut mir leid, weg damit. Wir sind kein Crit-Bild. Wenn dann nur zum mit 3 Dragons irgendwie kombinieren, müsste ich dann schauen. Aber der Fireball-Bild ist eher defensiv gemacht, weil er sowieso genug Schaden macht. Und ja, damit man einfach shotgunnen kann, ohne dass man beim ersten Geschoss schon umfällt. Ja. So, jetzt kommt eines der besten Maps. So. Ja. Sag. Imperial. Nein. Ebony Barracks. Und haltet die irgendwie auf, seht ihr? Wenn ein Feuerball trifft, haltet das den Ansturm auf. Wie die Drachen. So geil nach oben geflogen sind. Show. Ihr seid aber schwach geworden. Blitzvieh, Blitzdamen, Magierinnen. Ich gehe jetzt direkt, nicht immer direkt nach oben. Sondern zeige ich euch einfach ein bisschen hier. Die Soldaten von der PT. Ah genau, wir haben den Ding noch nicht. Den Hast und den Greater Multiple Projectile Support Game. Boah, der Name. Die zwei müssen wir haben, dafür müssen wir wahrscheinlich PD töten. Den noch nicht. Ich glaube, den Greater bekommen wir erst später. Das ist ein bisschen schade. Wir haben nur 3 Schuss. Bisschen laut, oder? drei. Nicht eingefroren. Okay, können wir auch machen. Weil wir brennen. Das ist extrem stark später. Jetzt noch nicht. Jetzt habt ihr es fast nicht gesehen, dass wir brennen. Denke ich mal. Ich bin vorbereitet auf das Brennen und auf das Einfrieren und so.
Nichts gedroppt. Hey, geht's noch? Haben wir hier? Ja. Schaut euch diesen armen Boss an. Der war mal mehr extrem OP beim ersten Mal treffen. Und jetzt kann er nicht mal etwas Anständiges machen. Schaut euch das an, wie der Schaden verliert. Er hat extrem viel Energieschäden gehabt und relativ viel Leben. Und ist einfach sofort tot. Oh. Okay, das wird die wissen, wie stark man sein kann. Powerful Fakes wird es vielleicht nicht umhauen, aber mich schon. Mich haut's im Wiederum. Ich lieb's einfach. Das heißt auch, man hat jetzt Richtiges gemacht. Ich bin ja nicht so der Path of Exile-Zocker des Lebens, sondern einer, der recht wenig Path of Exile zockt. Und deshalb, ja. Müsst ihr einfach ein bisschen Bedenken haben, wenn ich ein bisschen übertreibe. Dass ich nicht so verwöhnt bin. Ich bin sowieso einer, der recht langsam verwöhnt wird. Complete normal quest. Save the right hand complete. Cool. So. Jetzt weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Also, eigentlich Flame Blast, aber. Ja. Flame Blast, hast du die Dinger? Nein, ich muss zu der, der die Gems verkauft. So. Und mal kurz schauen. Hier ist der Animate Guardian. Ja, den müssen wir eigentlich immer wieder hochbeschwören. Was Animates? Ja. Ein Melee Weapon oder eine Armor in diesen Armor-Gradern. Verzaubern. So, was haben wir? Disziplin, das brauchen wir nicht. Purity of Elements haben wir, glaube ich, den verwenden wir aber nicht. Enfeeble ist. Ah, das ist kritisch. Elemental Weakness brauchen wir nicht haben. Ja, können wir mal kaufen. Wir haben ja Flame Liberty, die ist stärker. Ja, 5 stärker. Convocation ist Lebensregeneration. Aha. Schade, haben wir immer noch nicht die guten Games. Ich will sie haben. Ich bin süchtig danach. Ja, das ist, wenn man Safe Hunt spielt, kann man auch nicht alle Games sofort handeln. Das ist einfach so. So, haben wir auch noch etwas? Nix. Also, dann machen wir das nächste Mal nochmals diesen Boss. Und, ja, gehen dann in diese, man sieht's nicht. Lunaris Tempel, genau. Ja. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Bye.